Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Gott sei Dank, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Dieser Kuchen schmeckt lecker. Was ist das für eine Sorte? Das ist ein Bananenkuchen. Was sind Bananen? Das ist eine importierte Frucht. Habt ihr keine Bananen bei euch? Nee. Nein. Nach der informativen Bananendiskussion verabschiedeten sich die vier Freunde voneinander und verabredeten sich für das nächste Treffen. Als Treffpunkt vereinbarten sie das Brandenburger Tor. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wird das denn hier? Was soll diese Mauer hier? Ich dachte, Ulbricht hätte gemeint, nicht die Absicht zu haben, eine Mauer zu errichten. Was soll das denn? Die können doch nicht einfach die Mauer mitten durch Berlin ziehen. Das kann doch nicht gut gehen. Wie können wir denn jetzt miteinander spielen, wenn Charlotte und Theo jetzt auf der Ostseite sind und Max und ich uns auf der Westseite befinden? Ach, das wird schon irgendwie gehen. Wir sind doch nur Kinder. Wir werden schon einen Weg finden, um gemeinsam zu spielen. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Geht das in Ordnung? Ja, hoffen wir darauf, dass wir uns weiterhin treffen können. Doch in der nächsten Woche war die Mauer aufgezogen und keine Möglichkeit auf ein Durchkommen. Die Woche darauf war es schon nicht mehr erlaubt, sich der Mauer zu nähern. Und so bekamen Theo und Charlotte und Max und Isabel keine zweite Chance auf ein vorerst baldiges Wiedersehen. Freedom has many difficulties. And democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Und die Jahre vergingen, ohne dass sich die Freunde wieder vereint treffen konnten. Kontakt hielten sie lediglich über einige seltene Telefonate. Wir demonstrieren für ein friedliches Miteinander. Mehr Recht. Tod dem Sozialismus. Währenddessen in der BRD. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute kam es mal wieder zu brutalen Übergriffen der Polizei auf friedliche Demonstranten. Dabei wurden laut Zeugenaussagen 5 Menschen schwer verletzt sowie 20 leicht. Laut der Staatssicherheit wurden mehrere Menschen gefangen genommen. Und nun zur Kuba-Krise. Mein lieber Mann, was für eine unerhörte Polizeibrutalität! Wie können diese Sozialisten nur so gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen? Einfach unerhört, wie es wohl Theo und Charlotte geht. Wir sollten uns nach ihrem Wohlbefinden erkundigen. Ich habe eine Idee. Eine Woche später. Oh, sieh mal. Ein Paket von Isabel und Max. Was ist in dem Paket? Oh, ein Buch. Was soll das denn? Schau mal, da liegt ja ein Zettel drin. Da steht, schlag die Seite 5, Zeile 6... Seite 11, Zeile 17 sowie Seite 118 auf. Was soll das denn jetzt schon wieder? Lass uns mal im Buch nachschauen. Da steht, und sie trafen sich um 12 Uhr, mitten in der Nacht. Und auf Seite 11 steht, ich rannte so schnell wie möglich zu der Mauer. Und auf Seite 118, an einem kalten Sonntag. Ich denke, das ist eine Botschaft an uns. Vielleicht ist das ja sowas wie eine Art Fluchtplan. Das ist gut möglich. Wir sollten es riskieren. Und so beschlossen die beiden Freunde, Theo und Charlotte, den Plan in Realität umzusetzen, um so ihrer Freiheit ein Stück näher zu kommen. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on.
Am Tag der Flucht positionierten sich Isabelle und Max auf einem Baum in Mauernähe, um so den Überblick zu behalten und Charlotte und Theo rechtzeitig zu sehen. Ob sie die Nachricht verstanden haben? Ich hoffe, sie kommen bald. Ganz bestimmt. Charlotte und Theo werden die Botschaft schon entschlüsseln. Ich sehe die Mauer, Theo. Wir haben es gleich geschafft. Gott sei Dank. Ich sehe sie. Hoffentlich geht alles gut. Halt, stopp. Wer nähert sich da der Mauer? Verdammt, die Grenzsoldaten. Wir müssen schnell zurück, Charlotte. Sonst war's das mit uns. Stehen geblieben. Der Fluchtversuch war gescheitert. Doch Charlotte und Theo konnten zumindest unbeschadet vor den Grenzsoldaten entkommen. Wir werden es niemals schaffen zu fliehen. Es ist unmöglich. Ich will nicht mehr in der DDR leben, in diesem Überwachungsstaat, in welchem Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Entfaltung nicht existieren. Ich werde es noch einmal versuchen. Ich muss es einfach nochmal riskieren. Das ist reiner Selbstmord. Geh nicht, Theo. Wir sehen uns wieder. Als freie Menschen auf der anderen Seite. Wer ist da schon wieder? Stehen geblieben oder ich schieße. Stopp! Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute wurden wieder 4 Menschen bei dem Versuch, über die Mauer zu fliehen, erschossen. Und die Namen: Mathilda Bauer, Anneliese Braun, Theo Becker und Florian Brauer. Und nun neue Informationen zur Kuba-Krise. Sämtliche Läden. Oh nein, bitte nicht, lieber Gott. Nicht Theo. Wieso musste er sterben? Wann endet diese Gewalt? Die Jahre vergingen und Charlotte, die jetzt ohne Theo in der DDR leben musste, hatte schon den Gedanken an ein vereinigtes Deutschland aufgegeben, als eines Tages haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Was für eine freudige Nachricht! Wir sollten Charlotte an dem Grenzübergang erwarten. Charlotte, wir sind hier! Max, Isabelle? Bin ich froh, euch wiederzusehen. Ich hätte nicht erwartet, euch jemals wieder zu treffen. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Dieses Kapitel der Geschichte, das wird vom Volk der DDR selbst geschrieben. Wir beglückwünschen die Bürgerinnen und Bürger der DDR zu ihrer friedlichen und demokratischen Revolution. Und so gelang es ihnen, auch wenn nicht allen, sich nochmals wiederzusehen, und sie fielen sich in die Arme. Ist das etwa der Bananenkuchen, den wir bei unserer letzten Begegnung vor so vielen Jahren zusammen gegessen hatten? Der alten Zeiten willen. Ich sehe die Mauer, Theo. Wir haben es gleich geschafft. Genau. Ich will nicht mehr in der DDR leben, in diesem Überwachungsstaat, in welchem Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Enthaltung... Entschuldigung. Freie Enthaltung. Ja. Mein lieber Mann, was für eine... Unerhörte
Oh, nochmal bitte. Ist das etwa der Sorry. Usima! Ein Paket von Isabel. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Das war's. Tschüss.